Moin Freunde der Sonne und willkommen zu einer weiteren schönen Folge Ship Graveyard Simulator 2 inklusive dem DLC Warships. Und das werden wir natürlich testen in der vielleicht übernächsten Folge. Ich weiß noch nicht, ob wir da so weit sind dann schon. Aber das hängt natürlich alles daran, ob wir das Ding hier irgendwie fertig kriegen irgendwann mal. Naja, blöderweise habe ich jetzt mir da so ein bisschen was verbaut. Hä? Na egal, notfalls kommen wir da noch von innen ran. So, wie sieht's denn bei dir aus? Kann man dich nicht schon hier weghauen? Upsi. Ach, schau. Da ist das Ding. Naja, egal. Wir gucken mal, ob wir das jetzt hier alles weggeflext kriegen mit einem Schwung. Denn theoretisch hat es ja dann keinen Ankerpunkt mehr irgendwo. Deswegen könnte das ja eigentlich auch funktionieren. Oder? Nö. Aber wir gut. Wir kennen ja die Physik dieses Spiels. Ja. Ach, es ist ein Traum. Das Leben ist wie ein Traum. Das Leben ist wie ein Traum. So, zeig mal her. Es ist eiskalt. Es bleibt schweben. Es bleibt einfach schweben. Na gut. Und tschüss. So, pass mal auf. Wir gehen jetzt mal hier lang. Mit dem Hämmerchen. Und nehmen hier schon mal alles weg, was hier so rumfliegt. Rumfliegt und rumnietet. Und da kriegen wir heute vielleicht den Deckel ab schon. Und vielleicht noch darüber hinaus. Ja, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir erstmal jetzt irgendwo einen Weg durchgraben. Weil hier drin war irgendwo die Leiter nach oben. Die Treppe. Dass wir da einen gescheiten Zugang haben. Zu dem Teil da vorne. Zu dem da. Und das kriegen wir schon irgendwie alles hin hier. Oh. Schlong, schlong, schlong. Hallo. Du musst da auch noch mit. Du darfst da nicht bleiben. So, hier ist alles soweit klar. Hier werden wir noch ein bisschen was tun müssen. Gerade was die Verbindung hier oben angeht. Naja, lasst uns erstmal schnell die Dinger rauskloppen hier. Das dürfte soweit ja eigentlich kein Problem sein. Nehmen wir das auch gleich weg, genau. Weil der Deckel muss ab. Der muss heute fallen. Denn wir wollen ja ein Kriegsschiff sehen. Und ein Flüssigkeitenschiff. Genau, so ist gut. Sie, hallo. So stelle ich es mir vor. So ist gut. Die Karre steht natürlich wieder da hinten, ne? Oh, egal. Das wird schon stehen bleiben. So, pass auf. Weiter geht's hier. Oh, oder wir gehen erstmal hoch schnell, ne? Lieber. Und die Spitze, nicht, dass wir da nachher nicht mehr rankommen. Hier hinten hin. Dass wir zumindest das mal rauskriegen, alles hier. Mal oben alles leer räumen. Das ist, glaube ich, ein gutes Ziel. Ja, dich auch noch. Oh, das ist schon wieder hell. Who the fuck hell is? Das FUC-Wort darf man ja nicht mehr sagen bei YouTube. Dann werden die ja gleich böse. Ich glaube, das muss ich rauspiepen. Na, so. Ein bisschen husten, ein bisschen schnupfen. Der Winter ist da. Die haben übrigens angesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass wir Weihnachten Schnee bekommen. Ne? Weihnachten 23, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, wann das Video schaut. Wenn ihr es jetzt im Sommer schaut, sind wir schon durch. Ne? Hallo? Was ist denn jetzt? Achso. Sei doch nicht so. So, pass auf. Oh, das ist aber auch alles so ein bisschen hier noch. Ne? Da ein bisschen, dort ein bisschen. Kriegst du ja schon wieder eine ganze Folge zusammen, nur mit dem Quatsch hier. 9 Kilo Flüssigkeiten, Leute. Es ist der Wahnsinn. Ja, mal dann vielleicht heute nochmal reingucken gehen in den Laden da hinten für die Upgrades, ob sich da irgendwas Neues getan hat. Ob da was dazugekommen ist, was cool ist. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil wir hier drüben rechts unten in der Leiste nichts Neues dazu bekommen haben. Aber sag ja niemals nie. So. Du fällst natürlich wieder nicht runter. Ist klar. Ja, nee, ist klar, ne?
Ist das eine Schleiferei? Hallo? Ein Nebelhorn in der Ferne. Klang wie das von den Zwergen hier bei Herr der Ringe. Oh? Er fällt aber nicht mehr ab, nur das, was du wirklich abtrennst. Da sind sie eigen hier. Ja, so ein, was hat letztens einer kommentiert? So ein Magnet für den Kran, wenn es das gäbe als Upgrade. Liebe Entwickler, hört mir zu. Ein Magneten für den Kran. Bitte, bitte, bitte. Das wäre so geil, wenn da so eine dicke Murmel dranhängt, wo man hier die ganzen kleinen Teile wegziehen könnte. Oh, wäre das cool. Da brauchst du nicht alles mit der Hand einsammeln. Boah, das wäre so genial. Das kann ruhig auch ein bisschen teurer sein, wisst ihr? Aber Hauptsache man hat. Lieber man hat, als man hätte. Fahrradkette. Hm? Aber vielleicht kommt es ja noch irgendwann, oder? Vielleicht haben sie es ja gelesen. Weil ich glaube, so schwer kann das ja nicht zu programmieren sein, ne? So eine Metallmummel. Ich würde es jedenfalls sehr, sehr feiern. Oder auch Sinn machen, ne? Wäre ja auch logisch irgendwo. So, komm mal her hier in die Tasche. 174 Kilo schon wieder. Mein Gott. Es zieht sich wieder. So, ist denn jetzt noch hier unten irgendwas in dem Ding hier gewesen? Nö, ne? Ich glaube auch nicht. Hopp. So. Hui. Schnüdelüm. Schnüdeltü und Schnüdeldei. Ist da noch ein Platz frei? Kommen wir doch schon fast zum Schluss hier. Ach, da drüben ist noch eins, sehe ich gerade. Ja, macht's mir halt nicht leicht. Da, 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 da. So. Hup. Hup, hup. Da hätten wir dann fast das dickste Schiff durchgenudelt hier. Also fast, ne? Oder haben wir es doch? Halt, da drüben noch. Ja. Und dann heißt es Nietenkloppen bis zum geht nicht mehr. Oh, ich habe schon wieder Schluck. Schluck auf. Warte mal, den nehmen wir vorsichtshalber noch weg. Da wird wohl irgendwo eine Schweißnaht sein, die das noch zusammenhält. Ich weiß es. So, tschüss. So. Drin. Schon wieder voll. Nein, oder? So, da werden wir mal den LKW hier herholen. So, das da rein. Zack. Dich auch noch. Zack. Machen wir mal rum. Mit dem geilen Schlitten. So, das reicht. Ich glaube, das ist gut. Oh, wie ein Profi, ich sag's dir, wie ein Profi. So. Alles rin. Zack. Schöne alles insammeln. Komm her. Du musst das Licht anmachen, weil der... Ja, die Auflösung von YouTube jammert dann immer ein bisschen rum. Die verpixelt das dann immer so extrem. Gerade auch wenn ich es in MP4 rendere, dann ist ja sowieso, ne, dann ist alles durch. Dann hast du nur noch einen Pixelquatsch. Die eine Folge, ich glaube vor 3 oder 4 Folgen hatte ich mal eine aus Versehen in MP4 gerendert und nicht in QuickTime Move Scheuster, wie ihr wisst schon. Und da sieht das schon sehr manchig aus. Der Pfeil ist zwar dann schön klein, aber so sieht er aus. Ne? So, warte mal. Wie viel haben wir? 137 Kilo, da geht noch was. Hier unten zum Beispiel. 168, ja, das geht schon. So. Oder gehen wir nochmal da hoch jetzt schnell. Die Reste vom Feste holen. Ja, so ein Quatsch. So.
Ja, hier piept irgendwas. Was ist das? Haben die hier noch eine Bombe gelegt, um mich zu ärgern? Du nimmst unser Schiff nicht auseinander. Wenn du das machst, dann... Echt komisch. Ihr hört das, glaube ich, nicht, weil es ist sehr, sehr leise. Aber es macht immer... Piep, piep. Nein, 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 das darf ich nicht machen. Da wird einer böse. So. Passt mal auf. Ja, genau. Das hängt wahrscheinlich noch... Wahrscheinlich unten, oder? Gehe ich mal von aus. Das glaube ich mal ganz fest. Ja, ja, da unten ist ja noch ganz viel. Oh ja. So, schauen wir mal, wie wir das hier irgendwie alles hinkriegen. Pass mal auf, wir kloppen alles weg hier. Hier oben sind wir soweit fertig, glaube ich. Wunderschöne Schlägereien hier. Da, 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 da. So, dich auch noch, du alte Niete, du. Ach, hier ist ja noch ganz viel. Ja, dann. Da wollen wir hier mal keine Müdigkeit vortäuschen. Ne? Dann geht es los hier. So, derle. So, derle und so, derle. 58 Tonnen auf dem LKW. Im Lager 8,7 Tonnen. Ja, und wenn wir das dann alles durch haben hier, dann wird das alles verkauft. Dann gucken wir mal, was übrig bleibt am Rest des Tages. So, da komme ich leider nicht mehr ran, oder? Doch, würde ich noch. Um zu heben. Ja, ja, ist klar. Ja, du verarscht mich doch. Liegt ja immer noch so viel. Leute, warum sagt ihr das nicht? Das ist ja verrückt. Ja, das Teil erst herunterdrücken. Ja, ja, ist klar. Ja, manchmal ist noch ein bisschen, weißt du? Ein bisschen aber nur. Ich kriege noch mit. Ja, 177. Ja, das geht. Und zack. So. Dann gehen wir mal wieder hoch irgendwie. Guck mal hier den Weg. Eieieiei. Na, hier ist aber... Hier ist gut besucht. Oh, das müssen wir wegschneiden, oder was? Oh. Alter Schwede. Alter Finne. Na, das wird ja mal ein großer Haufen, du. Das wird ein Riesenhaufen. Oh. Ich glaube, die anderen müssen wir von oben irgendwie machen. Oder ich komme irgendwie ran, indem ich springe. Mal schauen. War hier unten noch was? Ja. Aber gut, das brauchen wir jetzt noch nicht wegkloppen. Das hier reicht erstmal. Die Teile hier. Ja, was schwebt denn hier rum? Was ist denn hier los? Du kleines Stück. Ist ja von der Explosion übrig geblieben, ne? Okay. Ja, wie kommt man da jetzt ran in der Mitte? Es wäre so genial, wenn man da von unten rankommen würde. Oder sind da gar keine? Doch, doch, da sind welche da. Blöd. Blödi, blödi, blöd. Ja. Für das Speichern, liebes Spiel. Okay. Schauen wir erstmal hier nach. Die haben wir wohl schon irgendwann mal rausgekloppt hier drüben. Auf der rechten Seite. Oh. Können wir da die Treppe auch schon mit wegnehmen oder lieber noch nicht, ne? Man könnte sie zumindest mal wegschleifen. Schon mal die Teile. Das müsste so passen. Mal Lämpchen ausmachen. Ja. Ja, genau das meine ich, ne? Da gibt es ja noch ein paar, vermute ich. Nicht entriegelt, ja, das weiß ich. Lass mir hier mal einen Zugang schaffen. So.
Nur einen kleinen Zugang. Mehr will ich gar nicht. Ne? Man ist ja bescheiden. Stets und ständig. Ja? Nicht entriegelt. Gut, das weiß ich. Aber jetzt, oder? Ja. Merci dir. So, da. So, und jetzt geht's weiter. Haben wir noch einige? Oh, krass. Komm da ran, ja. Oh, habe ich einen geilen Hammer, oder? Ich hab das doch, der Hammer. Kann man sich vielleicht gleich einen Haufen Käse ersparen hier. Einfach nur ein gezielter Nackenschlag. Nein, du sollst hier hoch. So. Vorsicht, Vorsicht. So. Hat ein Stück Schokolade in den Mund gestopft bekommen, ne? Boah, jetzt habe ich keine Stimme mehr. Das war ein gemeiner schokoladiger Anschlag. Hallo. Ich muss hier hoch. Ja. So, haben wir denn hier noch? Ja, da. Da ist auf jeden Fall schon ausgeklinkt. Und den haben wir auch. Das sieht doch nicht schlecht aus. Also ich befürchte, es sieht nicht schlecht aus. Mal mit hier mit dem Quatsch hier. So. Zeig mal her, was haben wir denn jetzt hier noch? Das müsste alles funktionieren. Das ist alles ab. Hier haben wir auch alles ab, soweit, zumindest. Soweit, so ab. Außer hier. Hier hat er natürlich wieder alles vergessen, ist klar. So, und dieses komische Ding hier. Ach ja. Jetzt hat er es mir gegeben, das ist nett. So. Da oben noch ein bisschen. Haben wir hier noch was? Ja. Nichts Genaues weiß man nicht. So, aber jetzt, oder? Jetzt sieht das doch gut aus. Mal das Lämpchen aus. Hier da unten lassen wir. Da gehen wir nochmal hoch, holen von oben alle Nieten weg. Und dann heißt es... Juchai. Ja, hier. Die müssen auch noch fallen. Das nützt nichts. Sonst ist es alles so sinnlos, wisst ihr? Habe ich schon wieder Lampe an? Nee. Nee. Ah, schon wieder das Piepen. Wir werden das schon rausfinden. Pass mal auf. Pass mal auf jetzt. Sind ja alle schon gelöst. Hey, außer du? Und du auch noch nicht? Ja. Sehr cool. Also ich schätze mal, das Piepen kommt irgendwo da unten her. So. Können wir die Treppe noch wegflexen? So ein bisschen. Hast du schön gemacht. Ba, 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 ba. Ja, komm. Sei nicht so widerspenstig, du willst es doch. Hm? Dass wir da keinen Haltepunkt mehr haben. Jetzt. So, den Rest lassen wir stehen. Und dann hauen wir dran. Das blanke Chaos, ich sag's euch. Das blanke Chaos. Ach, wie schön. So kann's gehen. Soll's auch gehen. So, dann können wir wieder ganz viel einladen jetzt hier. Jetzt haben wir ja wirklich genug. So, kommt alle mit. In mein neues Zuhause. Boah, das ist wirklich viel. Gott sei Dank, wir haben so einen tollen LKW, ne?
Weil jeder normale LKW, der wäre ja schon fast überladen. Jetzt sind der wäre schon überladen. Ja. Naja, siehst du mal, da ist ja nicht viel übrig geblieben. Okay, dieses hässliche Ding hier, das kommen wir von hier ran. Das ist kein Ding. Die Teile kriegt man ja auch locker weg. Und dann können wir uns schon drauf und dran machen, da ganz gemütlich die Dinger rauszuholen, wenn sie nicht wieder mit irgendeiner Wand verankert sind oder so, wie beim Lagerraum hier vorne. Da war das ja auch so komisch. Da mussten wir wirklich alle Wände wegnehmen. Ihr erinnert euch vielleicht noch grob dran. Boah. So. Oh, das ist viel Zeug. Ja, so ein paar größere Taschen, ne? Das wäre auch cool. So noch größere. Zack. Okay, da komme ich noch nicht ran. Das geht ja hier weg. Oh, fast geschafft. Zack. So. Mann, ich bin so schnell voll. Mann, oh Mann, oh Mann. Es hört wieder im Hintergrund. Es hört. So, 178 Kilo. Siehst du, hat er gut gepasst. Wie kann man mir das erklären? Hä? Wo hängt das virtuell noch dran? Das kann doch fast nur hier sein. Dass das alles so gar nicht abfallen will. War das nicht mal besser? Wir hatten doch mal ein Schiff, da hat das wunderbar geklappt. Dann kam, glaube ich, irgendwie ein Patch. Und schon war alles im Eimer. Nö, naja. Was willst du machen? Kannst du machen nix. So, da werden wir gleich den LKW wieder hinterparken. Und dann die Show von hinten angehen. Ich glaube, alles andere macht jetzt nicht viel Sinn. Da müsste man doch alles locker rausheben können jetzt. Was bist du denn? Also, hier sieht's aus, Alter Schwede. Ist doch fast noch ein Screenshot wert. So, ich fahre mal rum. Hier gibt es nichts mehr zum Durchbrennen, oder? Nö, soweit ich sehe, nicht. Nö. Wartet mal, vorm Rumfahren würde ich sagen. Nehmen wir noch die Teile weg hier. Diese komischen. Merkwürdig, merkwürdig. Zack. Liebe Entwickler, bitte fix das. Bitte. Diese schwebenden Teile hier, das macht doch keinen Sinn. Danke. Dankeschön. Liebes Spiel. Soderle. Gleiche Schaft. Da fehlt ja nur die andere Seite auch noch, ne? So sieht's doch nicht. Ja, sieht's genauso aus. Genauso unromantisch. Unser Kranfahrer, weißt du, der füttert schon wieder die Möwen da oben. Oder Krähen, was sind das? Aber das soll nicht mehr auf den Keks gehen, weißt du, wenn du da oben arbeitest und die ganze Zeit diese Viecher da um dich rumschwirren, permanent und Krach machen. Da hätte ich mir vom Opa mal die Schrotflinte aus dem Schrank geholt. Dann hätten wir das schon geklärt. Wäre das Mittagessen auch hier sicher. Nein! Lass mich durch, ich bin Arzt. Hier sieht's aus. Jo. Das war ja schon fertig. Zack. Los, ingesammelt, komm. Soll ja hier keiner drüber stolpern, ne? Wenn mal die Schwiegermutter zu Besuch kommt oder so. Komm. Oh, ich rieche gerade, ich habe irgendwie den Geruch von Dominosteinen in der Nase. Drehe ich langsam durch? Mag jemand Dominosteine? Mögt ihr die? Ich weiß nicht. Da ist so ein Gelee-Zeug da mitten in der Mitte. Ich weiß nicht.
wenn man mich jetzt zwingt davon, ja, dann, aber so freiwillig in den Laden gehen? Nee. Nee. Das sind schon wieder Monologe, die ich hier führe, oder? Tut mir leid, aber mit mir redet hier keiner. Bin ganz allein. Allein, allein. Ja, diese komischen Dinger da oben, also ich befürchte, die bleiben da wohl für immer stehen. Das muss wohl was Engine-bedingtes sein. Oder ist es nur ein Bug bei mir? Keine Ahnung. Ist das bei euch auch so? Ihr habt das Ding ja auch schon ein paar Mal gemacht. Schwesert nicht, Leute. So, haben wir das gleich durch hier, siehst du mal. Ist das toll. Die Nachbarn haben auch gut zu tun, aber ich fühle mich irgendwie so, als wäre ich der Einzige, der hier was tut. Du, machst du mal bitte jetzt, was ich dir gesagt habe? Oh, da musst du wirklich jedes einzelne von denen hier wegholen, ne? Das ist ja... Und immer auf die Rübe drauf, weißt du? Ich habe nicht mal einen Helm offen. Könnt ihr euch vorstellen, was ich für Kopfschmerzen am Abend habe? So. Na dann rein mit euch. Obst mal schön rein in die Tasche. Ja, also ich habe wirklich die Befürchtung, dass wir hier die ganzen Teile auch noch wegnehmen müssen, um die Teile rauszuheben. Aber das werden wir gleich rausfinden. Sofort, wenn ich die Karre umgeparkt habe. Dülülü. Das klingt wie so ein alter japanischer Jagdflieger, der Bock. Schön. So, dann werden wir ein bisschen einsammeln hier. Wie sieht's denn hier aus? Doch nicht normal. Und machen wir Lampe an hier, damit wir auch was sehen. Ups. Und alles rein, bitte, alles rein. Hier erstmal durchwühlen. Aber es geht ja gut flott von der Hand hier. So. Und immer zu viel. So ein Teil versuchen wir mit Sicherheit in dieser Folge noch. Dann nehmen wir uns irgendeinen aus der Mitte. Und da bin ich ja gespannt. Oh nein, 88 Kilo. Jetzt kriege ich Ärger. Jetzt kriege ich wirklich Ärger. Da muss ich aufpassen. Was ist mit ihm hier? Das ist doch genauso ein Quatsch. Hä? Bleibt einfach stehen. Kennt er nichts. Kann ich es aufheben jetzt? Nein, immer noch nicht. Okay, pass auf. Wir wühlen uns mal kurz hier durch. Zack. Jetzt komm. Lauf. Lauf, Brutti. Oh, das geht aber jetzt flott hier. Hm? Mit der Überladung. Lululul. Ja, siehst du, jetzt wäre so ein Container wieder nicht ganz so schlecht, ne? Wenn der nur mehr fassen würde. Musste ich jetzt hier nicht jedes Mal durchquälen. So, boah. Dieses Spiel. Manchmal. Den Speicherintervall kann man doch bestimmt auch einstellen, oder? So in den Modus nerv mich nicht. Nicht alle 2 Sekunden. Haben wir das nicht? Können wir da nicht mal schnell gucken? Autosaves. Da. Zack. Speichern. So schnell geht das, ne? So schnell haben wir die Frage geklärt. Aber ihr könnt es natürlich auch gern kommentieren, wenn ihr wollt, ne? Da bin ich nicht böse. So, 62 Tonnen schon auf der Mühle. Ich glaube, die 100 schaffen wir auch noch, ne? So, die müssen wir alles durch. Boah. Da kennen die nichts, da sind die eiskalt, ne? Früher konntest du die Dinger noch flexen. Aber heute... Ne. So, haben wir da noch irgendwas? Ja, hier haben wir noch reichlich drauf. Bin immer zu schwer. Immer. So, pass mal auf. Wir nehmen jetzt mal das Ding hier raus. Den einen zumindest. Den einen in dieser Folge. Das wird natürlich Wochen dauern, das durchzuschleifen. Da kann man ja nebenbei auch noch irgendwas machen. So. Wäsche aufhängen. Schnitzel braten. Einkaufen fahren. Hausaufgaben von den Kindern machen. Ja, sowas halt, ne? So. Oder eine rauchen. So.
Mach mal Lampe an hier, komm. Lalalala. Das war erst eins. Eins von vier. Aber die Lötlampe aufwerten, ich weiß nicht. Muss man das? Habt ihr eine voll aufgewertete Lötlampe? Oder ist euch das genauso wurscht wie mir? Weil so viel gibt es nicht zu löten hier in dem Spiel. Würde ich sagen. Klar, ist schön, wenn man es hat, aber... Naja. Hier gibt es nichts mehr, okay. Lalala. Da müsste man so Thermitladung anbringen können, wisst ihr? Anbringen, Knopf drücken, weg. Na, jetzt, komm. Kein Blödsinn machen jetzt, bitte. Double Torch. Ich sehe nur eine. Doch schon wieder nur so Werbeding, hä? Alles bei Wish bestellt. Oder bei Temu. Ja, Temu, die nerven mich aber auch, du. Da guckst du einmal nach, du. Und John ist in der Mühle drin bei denen. Ich habe da mal irgendwo eine Gaming-Tastatur gesehen. Die hatten sie mal bei Hardware-Deals getestet für 2,93 Euro oder sowas. Wir haben die für gut befunden, tatsächlich. So, jetzt aber. Pass auf, gleich geht's los. Ja, gleich geht's los. So. Da bin ich jetzt gespannt, was zum Thema Flüssigkeiten jetzt noch übrig bleibt. Ja, es geht. Raus damit. Ja, ja, richtig. Schön langsam, bitte. Schön langsam, mein Freund. Oh, hier sieht's aus. Könnt ihr nicht mal einen aufräumen von euch? Mann, Mann, Mann. Ist der schneller geworden? Nö. Ich glaub's nicht. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Auch ja ein Thumbnail. So, einmal hoch und tschüss. Da liegt aber noch viel drauf. Das gibt's mir aber wieder. Das kriegen wir gleich. Pass auf. Nö, kriegen wir nicht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Bitte ein paar Flüssigkeiten. Ich brauche nur noch 15 Kilo Kerosin, meine ich. Für unseren Arthritis-Mann. Könnten wir uns zumindest die Kohle heute noch abholen. Da flog's runter. Da jetzt. Na toll. Gold. Wer will denn Gold? Niemand braucht Gold. Ich schon gar nicht. Naja, egal. Leute, kommentieren, abonnieren, liken, was weiß ich, studieren. Irrt einfach irgendwas, was ihr gerade wollt. Na? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao.